jetzt von mir aus losgehen. Hallo zusammen. Hallo zu Hause, an den Bildschirmen, an den Empfangsgeräten. Hallo an alle, die das Video dann auch auf YouTube nachträglich sehen. Wir spielen heute weiter mit Deadly Premonition bei oder wie auch immer. Die Hauptstory ist beendet. Ich bin nochmal ins zweite Kapitel gesprungen in unserem New Game Plus quasi, da wir hier einige, ich glaube vielleicht sogar alle Quests erledigen können, die wir nicht abschließen konnten, bevor wir es beendet haben. Und genau das werden wir jetzt machen. Es gibt heute einige Sachen, die wir erledigen müssen. Wir müssen zum Beispiel Marvin Bescheid geben, dass wir die Killerbienen besiegt haben. Wir müssen... genau, das ist eine neue Mission, die ich zufällig bekommen habe. David, der Koch, hat erfahren, dass seine Schwester in der Kegelbahn uns dieses tolle Gericht gekocht hat. Und er hat gesagt, so, na, das ist eher ein bäuerliches Gericht. Er dagegen kenne die wahre Crème de la Crème. Und jetzt müssen wir ihm weitere Zutaten besorgen. Genau, das ist noch eine neue Quest. Und ansonsten habe ich die ganzen Fotos gemacht. Die ganzen Fotos zusammen gegrindet. Die können wir jetzt dann abgeben. Bis auf eins. Das habe ich noch nicht gemacht. Das könnten wir jetzt auch dann noch machen. Hallo, Akira. Wie geht's? Naja, einiges haben wir heute vor. Als allererstes, glaube ich, fahren wir jetzt mal schnell ins Polizeirevier. Da ich ja wirklich blöderweise Marvin die Quest nicht mehr abgeben könnte beim Durchspielen, können wir das jetzt im Kapitel 2 des New Game Plus nachholen. Ich hoffe, der ist da. 16.33 Uhr. Ich glaube, der ist gerade heimgefahren. Ich glaube, der ist nur bis 16 Uhr im Büro. Naja, schade. Hi, Mr. Skyline. Hallo, Eldon. Eldon Camillo. Ah, okay. Eldon ist auch nicht schlecht. Dann lieber Camillo. Wenn man es schon abkürzen will. Denke ich. Ich habe ein bisschen mit Selbstbräunungscreme und ganz viel draußen an der Sonne sein rum experimentiert. Aber findet ihr, es sieht bräuner aus? Findet ihr, es ist braun geworden? Ich weiß nicht recht. Man kann sich's einbilden, oder? Aber so richtig nicht. Naja, wie auch immer. Marvin, der glaube ich gar nicht Marvin heißt, oder? Doch, der heißt Marvin. Ist leider nicht mehr da, machen wir morgen. Dann werden wir jetzt vielleicht noch zum... Ja, mal schauen. Wenn wir ein bisschen Glück haben... Nee, das geht auch erst morgen. Dann glaube ich, gehen wir am besten ins Hotel. Und schlafen mal. Wir müssen nämlich auch noch mit der Wyburn-Betreiberin reden, weil die hat einen neuen Geheimtipp für uns. Das ist das letzte Foto, das noch fehlt. Dann haben wir alle 5 Bücher abgeschlossen und kriegen die Friedhofs-Quest-Belohnung oder Story oder was auch immer. Das wird cool, hoffe ich, denke ich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und wir können jetzt eben auch die restlichen Glasperlen uns besorgen, die Glaskugeln oder einfach nur Kugeln, die magischen Kugeln, die 5. Das wird auch, glaube ich, interessant. Ich bin gespannt, was es da noch so gibt für uns. Plaudump. Ich weiß gar nicht, im Grunde sind die kleinen Geschichten die wahre Belohnung in diesem Spiel. Die Dialoge sind die wahre Belohnung. Na gut, wenn man jetzt ein total cooles Upgrade kriegt, habe ich auch nichts dagegen. Aber es ist schon im Grunde... Ah ja, wir haben einen neuen Anzug bekommen. Habt ihr euch vielleicht schon gedacht, ist schon wieder ein bisschen dreckig, leider. Ich glaube wirklich, ich gehe unsere Quests mal ganz kurz durch. Was kaufen Sie im Le Crawfish? Eine Dose Spam. Ach so, da sind die Haupt... Ja, nee, passt schon. Das sind die Hauptquests aus Mission 2. Ich war gerade kurz verwirrt, deswegen sind wir nicht hier. Aus Kapitel 2. Hier haben wir es. Genau, Marvin abgeben.
David, der Koch braucht eine Zutat, Garnelen, keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Nach der Anzugreinigung mit David reden, stimmt. Das könnte schon 72 Stunden her sein, ich bin mir nicht sicher. Ravens letzten Geheimtipp. Das ist das. Ne. Wer ist denn da? Da ist ein NPC. Da im Hof ist irgendein NPC ein wichtiger. Würde mich jetzt schon kurz noch interessieren, wer da steht. Um die Zeit. Das ist nämlich echt cool. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, während ich so unter der Woche außerhalb des Streams gegrindet habe. Ach, guck einer an. Marvin steht hier. Warum? Das ist interessant. Weil wenn man die Charaktere verfolgt, wenn man guckt, was die so machen die ganze Woche, gibt einem das schon sehr viel Hinweise darüber, inwieweit die in was involviert sind und wie die Zusammenhänge sind. Das hat schon im ersten Teil sehr schön funktioniert. Das habe ich in meinen Streams leider ein bisschen zu wenig gemacht, weil das ist eigentlich immer ganz cool. Aber gut. What's the buzz, Mr. FBI Special Agent? Alle in der Stadt sind ziemlich geschockt. Das ist leider nicht... Nee, das ist ein Standarddialog. Da müssen wir warten, bis er morgen wieder im Revier ist. Ich frage mich, warum, was der hier hinten zu suchen hat, frage ich mich. Komisch. Moment, kann ich die Tür öffnen? Nee, aber hier liegt was. Eine alte Glasperle. Na dann. Okay, dann ab ins Hotel. Wir müssen, glaube ich, wirklich bis morgen früh warten und dann können wir alles abgrasen. Ah, ab 16 Uhr hat der hier neben dem Hotel seinen kleinen Shop errichtet. Interessant, interessant. Das wusste ich auch nicht. Ja, im 24-Stunden-Stream sind wir durch die ersten zwei Kapitel schon ziemlich durchgerusht. Da habe ich mir nicht wirklich die Zeit genommen, mir hier alles ein bisschen genauer anzusehen. Da gibt es einiges zu entdecken. Mir ist aufgefallen zum Beispiel, dass Marvin verdächtigerweise jeden Abend den Tatort besucht, an dem die erste Leiche, das erste Mädchen getötet wurde an dem Altar. Ich meine, gut, er ist auch der Polizist der Stadt, ne? Aber trotzdem, naja, wir wissen ja jetzt schon, wo das Ganze hinauslaufen wird. I sincerely hope you're having a comfortable stay, Mr. Morgan, sir. Sie haben einen Präsidenten für mich, David. Hä? Aber natürlich, Mr. Morgan. Es wartet nur noch auf seine Abholung. Ah ja, dann sind die 72 Stunden seit der Anzugreinigung schon um. Aber welchen Präsidenten? Kriegen wir jetzt irgendwie einen Dollarschein mit einem Präsidenten drauf, oder? Ein neuer Anzug. Dunkelgrün. Das frische Grün erinnert an Wälder. Interessant. Ah, Präsent. Ich habe Präsident gelesen. Jetzt, das macht schon eher Sinn. Danke, Elefantenjagdverein. Ein Präsent, kein Präsident. Naja, hi Sakurak. Ja, das ist so ein bisschen ein Behelfsstream heute. Es war ziemlich... ein verrückter Tag heute. Ich bin jetzt wirklich auf dem letzten Drücker hier angekommen und hatte keine Zeit, das Setup richtig aufzubauen für den Stream. Deswegen übernimmt halt heute mein Mii-Partner mal wieder den Stream. Mipoloni. Er wurde von unseren Vertragsschneidern eigens für sie angefertigt. Ich bin sprachlos, David. Er sitzt wie angegossen. Du hast ihn noch gar nicht anprobiert, aber gut. Ja nun, in dem Punkt muss ich Sie um Verzeihung bitten. Die Maße haben wir nämlich von Ihrer Garderobe genommen, als sich diese in der Reinigung befand. Uns ist bewusst, dass dies ohne Ihre Einwilligung geschah. Wir bitten Sie untertänigst um Entschuldigung. Wir werden Ihnen die diesmalige Reinigungskosten natürlich zurückerstatten. Nein, das ist wirklich nicht nötig. Das Problem ist vielmehr, dass ich als Mitarbeiter einer Behörde so etwas nicht annehmen darf. Und während ich die Geste zu schätzen weiß, muss ich leider darauf bestehen, dafür zu zahlen. Das kann ich leider nicht akzeptieren, Mr. Morgan.
Dies ist nicht nur ein kleiner Dank dafür, dass Sie uns so lange treu bleiben, sondern gleichzeitig auch eine Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten in Verbindung mit der Duschreparatur. Ja, wir haben immerhin die Dusche repariert, das stimmt schon. Was ist so Spannendes passiert heute? Ach, wir mussten unser Auto in die Werkstatt bringen, wegen TÜV und weil auch einiges wirklich kaputt ist. Und wir haben quasi einen befreundeten Werkstattbetreiber, der aber wirklich so ziemlich am anderen Ende des Landes wohnt. Da allerdings mit dem Auto hinzufahren und mit dem Zug wieder heimfahren, ist immer noch wesentlich billiger, als die Reparatur hier vor Ort zu zahlen. Wesentlich billiger, weil wir bei dem im Grunde nur die Teile zahlen. Und deswegen haben wir heute wirklich eine Weltreise, eine Deutschlandreise zumindest auf uns genommen. Quer durchs Land, zweimal im Grunde. Und da sind wir halt schon um 3 Uhr morgens aufgebrochen und ich bin ungelogen vor ziemlich genau einer Stunde wieder hier angekommen. Das ist halt einfach eine lange, lange Reise. Okay, nehmen Sie es also bitte an. Dies wird weder im Geschäftsbuch vermerkt, noch jemals ausgeplaudert. Das verstehe ich, aber... Ach, herrje, Mr. Morgan, ich muss zu einem Termin. Ich bitte vielmals um Verzeihung, also dann. Hi, Verdock, hallo. Ja, das stimmt. Was tut man nicht alles, damit das Auto noch TÜV kriegt? Was sagt man dazu, Zack? Man öffnet einen Schrank und steht plötzlich mit einem neuen Anzug da. Irgendwie fühle ich mich gerade an diesen einen Film erinnert. Überfall im Wandschrank. Bob Dylan, 1986. Ein wirklich gruseliger Film. Noch heute läuft es mir eiskalt den Rücken herunter, wenn ich daran denke. Die überaus realistische Darstellung von John Carradine war schlicht überwältigend. Nachdem ich diesen Film gesehen hatte, hat es eine Weile gedauert, bis ich wieder einen Schrank öffnen konnte. Erinnerst du dich? Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Vorfall dieses Trauma nicht ein weiteres Mal aufleben lässt. Ja, es war schon sehr anstrengend, der Roadtrip. Wegen mir hätte es das nicht gebraucht, wenn ich es mir aussuchen hätte können. Okay, dunkelgrün, der sieht irgendwie... Na, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie er an unserem Agenten aussieht, an unserem Morgan. Agent Morgan, weil so auf dem Bild sieht er nicht so schön aus. Das ist schon eine... gewagte... Naja, gewagt nicht, aber... ungewöhnliche Farbkombination. Ist das eine Krokodil-Lederkrawatte? Es sieht fast so aus, oder? Eine Lederkrawatte zu einem gelben Hemd, ein grünes Short. Ich meine, schwarze Hose geht natürlich immer, aber das ist schon eine interessante Kombination. Gehen wir mal duschen. Hi, Lance Goodbird, das ist da. Ach, sorry, dass ich dir nicht mehr geantwortet habe. Wegen Borderlands 2 spielen. Aber ich hätte eh keine Zeit gehabt, wie du dir wahrscheinlich gedacht hast. Ich habe leider nur eine Stunde geschlafen, versehentlich. Ich will, glaube ich, ich schlafe mal bis 8.51 Uhr. Ich hoffe nämlich... Na, da bin ich mir nicht sicher. Die Wyvern-Frau... Ja, ich muss mal schauen, ob wir erst mit der reden müssen, damit wir den neuen Geheimtipp verfügbar haben. Patricia ist nach Hause gegangen. Aha, das ist doch eigentlich schon früh. Naja. Schauen wir einfach mal. Ich gehe mal an den Wyvern-Schalter, weil hier steht sie jetzt gerade nicht. Wir haben einen neuen Geheimtipp. Ja, ganz genau. Das ist schön. Genau. Das ist gut.
Nee, tut sie nicht. Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich glaube nicht, nee. Der Kater, der Gannon, liegt gerade auf dem Fensterbrett und starrt mich an. Weiß nicht, was er von mir will. Jetzt hat er aufgehört. Na gut. Nö, ich glaube nicht, dass sie das überhaupt will. How's the investigation coming? Must be going well if you're on the case. Hallo, Crusader. So, Geheimtipp zum Geheimtipp, oder? Na dann, los geht's. Geheimtipp Nummer 8. Ich weiß wirklich, ich weiß nicht mal, wie man die anderen Geheimtipps freischaltet. Keine Ahnung. Hey, danke schön für die Bits. Juhu, da wird das Glas wieder aufgefüllt. Schnell, wo ist es? Ja! Give him the bits! The bits! The bits! The bits! The bits! The bits! Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Steven Universe ist eine ziemlich nette Serie. Die ist sehr schön. Die kann man sich gut anschauen. Auch mit jüngeren Kindern, Verwandten oder so. Aber auch für Erwachsene noch super geeignet. Eine tolle Serie. Ich mag die total. Hallo, Retro Gamer. So, da sind wir auch schon. Tob dich aus, Kleiner. Nur ewig rumzuwarten ist so gar nicht mein Ding, weißt du ja. So, letztes Foto. Ah, ich stehe schon richtig. Das ist ja mal ein Service. Da hinten wäre Loot gewesen. Das wäre jetzt schon interessant, aber jetzt, da ich das Zeichen entdeckt habe, fahren wir leider immer automatisch wieder heim. Naja. Du hast tatsächlich alle Geheimtipps abgeklappert. Glückwunsch! Deine Fahrdaten werden auf jeden Fall dabei helfen, das Leben der Leute hier bequemer zu machen. Hier, ich habe eine ultra coole Prämie für dich vorbereitet. Nimm's an, ja? Was? Ich kann das nicht mehr lesen. Gabelwelt-Battle. Das ist irgendwas von dem Fisch oder sowas. Die filigrane Battle eines getüpfelten Gabelwelt. Mit Hilfe der 4 Antennen tastet das Tier seine Umgebung ab. Na, jetzt nur noch mit 3 anscheinend. Eine ultra coole Prämie? Klar, immerhin bist du mein Stammkunde, Kleiner. Wer hätte das gedacht? Ich bin ein gefragter Qualitätstester. Dieser Testlauf war total wichtig für mich, also echt danke. Was das angeht, Raven, was hast du eigentlich für die Zukunft von Wyvern geplant? Ich gehe mit dieser Idee in Silicon Valley. In das Silicon Valley? Das gelobte Land der IT-Branche? Na, ob dort jemand in eine Raubtierritterin mit ihren illegalen Taxis investieren will? Hä? Kleiner, das Wyvern-Modell hat echt Zukunft. Raffst du es immer noch nicht? Annette, dankeschön fürs Subscriben. Schön, dass du mit dabei bist. Hallöchen. Nachdem ich dich die ganze Zeit herumkutschiert habe, solltest du es doch eigentlich begriffen haben. Wie ich schon sage, in Zukunft werden Handys sicher noch fortschrittlicher und alltäglicher sein als heute. Dann hat jeder eins. Und manche sogar 2, privat und 1 für den Job. Und leistungsfähiger werden sie auch sein. Und jeder wird überall Zugang zum Internet haben. Naja, schön wär's. und das Ganze ohne umständliches Hickhack. Und ausgefeilte Funktionen wird's geben. Und Biometrie und GPS. Das heißt, jeder Kunde wird anhand seines Handys lokalisierbar sein. Das gleiche gilt natürlich
für einen. Ich muss sagen, der Kater klaut mir gerade irgendwie Kleinteile vom Schreibtisch. Hier, nimm's, kannst du dir anschauen. So, das gleiche gilt natürlich für einen potenziellen Fahrer und sein Auto. Und dann braucht man nur noch Fahrgäste und Fahrer aneinander zu vermitteln. Das ist meine Idee. Das habe ich ja eigentlich schon nach dem ersten Dialog mit ihr verstanden, dass sie Uber ist. Wyvern ist Uber, ich habe schon kapiert. Konntest du mir folgen? Du machst so einen bedepperten Eindruck. Ich muss doch zugeben, diese Idee hat durchaus Potenzial, Raven. Und wann wird dieser Service soweit sein? Tja, keine Ahnung. Keine Ahnung? Na, bin ja weder Ingenieur noch Handyhersteller. Also bleibt mir nur zu warten, bis der Stand der Technik meine Idee einholt. Aber wehe, du klaust sie mir. Verstehe. Tja, dann drücke ich dir die Daumen. Danke, Kleiner, echt süß von dir. Ach, und was meine Geheimtipps angeht, du kannst sie natürlich weiterhin besuchen. Wenn dir also wieder danach sein sollte, wende dich einfach an Hotelboy, ja? Von jetzt an kannst du dir nach Belieben aussuchen, zu welchen der 5 Plätze du gehen willst. Alles klar. Okay, genug Zeit verplempert. Es gibt noch einiges mehr zu testen. Wyvern, der Fahrdienstleister des 21. Jahrhunderts. Immer, wo du ihn brauchst, wenn du ihn brauchst. Ciao! Was für eine hervorragende Idee, Zack. Sie ist der Zeit um 1 oder 2 Schritte voraus. Sie wird wohl nicht ganz umsonst Speedy genannt. Hör ich zum ersten Mal. Speedy wird sie nur von dir genannt, York. Aber wenn du mich fragst, ich bezweifle ja, dass jemals der Tag kommt, an dem die Welt es schafft, diese Frau einzuholen. So. Moment. So. Boah, ich komme ganz durcheinander hier. Hallo, Flatbrain Checkers. Wie geht's? Na gut, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe jetzt das letzte Foto. Eigentlich habe ich's. Oben steht 20 von 20. Ist noch wieder ein seltsamer Bug. Das sind wir gewöhnt. Dann fahren wir jetzt zum Friedhof. Nutzen wir Wyvern. Hätte sie uns gleich mitnehmen können. Mir geht's auch ganz gut, danke. Dann können wir jetzt nämlich beim Friedhofswärter, Friedhofswärter ist nicht der richtige Ausdruck, Totengräber, können wir jetzt das letzte Buch abgeben, die letzten Bilder. Jetzt kann er endlich Kontakt zu seinem intergalaktischen Imperium aufnehmen und uns seine Geschichte erzählen und irgendeine tolle Belohnung geben. Hoffentlich.